Jeder von uns kennt die tragische Liebesgeschichte zwischen Winnetou und Ribana und wie Winnetou entsagte, weil Ribana seinen Freund Old Firehand liebte. Die Verbindung zwischen einem Apachen und einer Assiniboine sollte also nach dem Willen des Dichters nicht sein. Und dies wurde ein fester Bestandteil des Karl-May-Universums. Hunderte von Kritikern haben Karl May in den seither vergangenen Jahrzehnten beschimpft, weil er so einen rührseligen Kitsch geschrieben hätte. Und die Verfilmung in den 1960ern hat das Thema eher verhunzt. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nennt es Zufall, nennt es Schickung. Im Jahre 1985 hat die Wirklichkeit selbst einen Kommentar dazu geschrieben. Meine Damen und Herren, diese Lady ist Mary Kim Tietla vom Volk der Apachen und sie ist verheiratet mit John Mosley vom Stamm der Assiniboine.